Yes, Alter! Damit besiegen wir es. So, Leute. Passend zu Willis Story haben wir natürlich wieder eure 10 Fragen, die ich dem Mann hier neben mir gleich stellen werde. Der muss auch damit klarkommen, dass da jetzt was dabei sein wird, was ihm vielleicht nicht gefallen wird. Ist halt so, sorry. Die erste Frage, wie ist es, so schnell Fame zu werden und wie hast du es verarbeitet? Ich glaube, sehr, sehr, sehr surreal und auf der einen Seite Fluch und Segen gleichzeitig, weil ja, es gibt halt Punkte, die dafür sprechen oder die schön sind und es gibt auch Punkte, die negativ sind, aber ich glaube, ich sehe es wirklich als Segen und Dankbarkeit und als Privileg, dass ich den Einfluss oder wir den Einfluss haben auf so viele junge Leute und irgendwo auch die Jugend prägen können und so. Also, hast du schön gesagt. Ich sehe es nur positiv. Und Fluch? Fluch, ja, vielleicht so das Private, wenn du mal mit am Tisch bist und vielleicht einfach nur mal essen möchtest oder zu Hause. Da muss der Mensch schon noch das gewisse Feingefühl bekommen, dass es jetzt halt nicht passend ist. Verstehe. Zweite Frage. Hast du dich wegen Social Media am Fußball schon mal benachteiligt gefühlt? 100%. 100%. Ja. Super Frage. Super Frage. Ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Falls das jetzt deine Frage war, top. ja, also klar. Ich glaube, dass ich mich deswegen schon mal benachteiligt gefühlt habe. 100%, ob es am Ende dann so ist, weiß ich nicht, weil es ja auch nicht gesagt wird. Mhm. Aber klar, gab es ein oder das andere Mal, wo ich das Gefühl hatte, durch diese Social Media werde ich aus einem anderen Blickwinkel wahrgenommen oder werde ich anders bewertet. Von den Verantwortlichen auch? Ja, von jeglichen. Also da gibt es ganz viele. Ob Fan, Nicht-Fan, Verein, so du, ich liefere die größte Angriffsfläche und die meiste Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es da auch am einfachsten drauf zu treten. Okay. Dein bester Moment beim Fußball bis jetzt? Hast du da einen, den du herauskristallisieren kannst? Ja, ich würde sagen, so meine DFB-Pokalspiele gegen meinen alten Verein, Nürnberg, Jugendverein, Union Berlin, Eintracht Frankfurt. Ja, das waren so Momente, da Gänsehaut pur. Mhm. Wirklich. Ich kriege sogar Gänsehaut bei dieser einen, bei den Tackling oder zu den Fans. Ich liebe sowas. Ich liebe auch so eine Spieler, ich schwöre. Ich liebe Spieler, die nach so einem Tackling die ganzen Fans alle mitreißen. Ich liebe sowas, diese emotionalen Spieler. Deshalb mag ich Felipe Melo. Ich weiß nicht, ob natürlich, Galatasaray. Also, bevor jetzt wieder meine türkischen Brüder kommen. Ich mag ihn nur, weil er halt bei einem Tackling, dann geht er so den Fans, macht so. Lüge. Okay, vierte Frage. Hast du Angst vor einem Wechsel, der wegen deiner Reichweite ausgenutzt wird und nicht wegen deiner Leistung? Angst nicht. Ich glaube, wenn man das von im Vorhinein mit mir kommuniziert, weiß ich, woran ich bin, dann weiß der Verein, woran er ist und dann gibt es auch keine Missverständnisse oder keine Probleme. Ich glaube, es liegt halt einfach nur an die Charaktereigenschaft, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und wenn das gegeben ist, dann wird es ja am Ende niemals deswegen irgendwie einen Diskussionsgrund oder so geben oder sagen, ey, das habt ihr mir im Vorhinein nicht gesagt, weil... Habt ihr alles abgeklärt, also habt ihr alles besprochen. Ja, das ist wie in einer guten Beziehung. Wenn du kommunizierst, dann läuft die auch. Okay, der größte, auch ein krasser Punkt, der größte Tiefpunkt in deinem Leben, also nicht Fußball, sondern in deinem Leben. Boah, ich würde sagen, es gibt familiäre Punkte, die mich sehr, 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 sehr runtergezogen haben, mich bis heute noch begleiten oder Anführungszeichen verfolgen. Mhm. Und was so eine Wunde ist, die umso älter man wird, so ein bisschen heilt, aber so ganz kommst du davon nie weg, weil es dich immer irgendwo einholt und immer an den Tagen, wenn es einem schlechter geht, weißt du? Mhm. Oder wenn du genug Zeit hast, über Sachen nachzudenken. Ja. Dann, abends, wenn man im Bett liegt und dann über Gott und die Welt nachdenkt, dann... Dann holen dich solche Sachen halt extrem ein und dann... Ja. Aber so, ich würde jetzt, um die Frage zu beantworten, ich glaube so,
dass mein Vater verstorben ist. Das war so der größte Knackpunkt. Okay, mein Beileid, Bro. Frage Nummer 6. Wo geht's nach Waldhof hin? Kannst du da schon was sagen? Erstens steht ja noch gar nicht fest, dass ich wechsle. Vielleicht verlängere ich ja meinen Vertrag da. Aber nein, das ist eine klassische Frage, ist auch eine berechtigte Frage, weil es die Leute ja interessiert. Aber ich sag, die kann ich wirklich kurz und knackig beantworten. Mal schauen, dann sehen wir. Okay. Tendenz, maybe? Mal schauen, dann sehen wir. Was denkt ihr eigentlich, Leute? Wo wird Willi hinwechseln? Lasst es mich erfahren. Schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich mal ein bisschen maybe eine Richtung habe. Vielleicht wisst ihr es besser als ich. Wie hat Geld dich und dein Umfeld verändert? Wie hat mich Geld und mein Umfeld verändert? Also ich glaube grundsätzlich nicht, dass mich Geld krass verändert hat, weil ich bin der festen Überzeugung, Geld ist am Ende nicht ein ausschlaggebender Punkt für glücklich sein. Also viele verbinden ja Geld mit Glück. Aber ich bin der Meinung, Geld kann dir vieles ermöglichen, kann dir auch viele Glücksmomente geben und du kannst Familie unterstützen, du kannst auf Sachen schauen, die du vielleicht dann im Vorhinein nicht gemacht hast. Du kannst am Wochenende einfach wegfahren. Aber du kannst dir mit Geld ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Ich habe das Beispiel schon mal bei Leroy gebracht. Ich würde das ganze Geld, alles, was ich habe, ich weiß, was du sagen willst, nur für diesen Ersatz einfach eintauschen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen sage ich, am Ende ist es halt trotzdem immer nur Geld. Ja. Aber es beruhigt halt. Es beruhigt, so sagen, natürlich. Ja. Es gibt dir irgendwo ein beruhigtes Polster, aber am Ende wird das dich nicht glücklich machen, Langzeit gesehen. Okay. Deswegen, mich hat es, glaube ich, nicht unglaublich verändert. Natürlich kaufe ich mir manchmal Sachen, die mir gefallen. Mhm. Und natürlich kann ich meine Jungs und so einladen. Man, sagen wir mal so, man schaut halt nicht jedes Mal extra drauf, ob jetzt was so und so viel kostet. Ja, okay. Deine bekannteste Person in deinem Handy und maybe kurz anrufen. Jetzt ist anrufen muss nicht, ja, aber... Ja, ich kann anrufen, aber... ja, wenn wir eigentlich danach gehen, ist es Eli. Also ich hab einen Dennis Schröder, Farid... Oh mein Gott. Aber da traue ich mich nicht. Farid würde böse kommen. Da habe ich ganz kurz sagen, Salam alaikum. Traue ich mich nicht, mein Bruder. Da wird immer so mit viel Respekt geschrieben, das glaubst du gar nicht. warte mal, wen habe ich denn noch? Serge Gnabry habe ich. Wenn du willst, ruf kurz an. Wen denn? Wo du sagst, wo du dich auch nicht jetzt eklig fühlst. Oder? Ja, dann sage ich einfach einen lockeren Eli. Eli Gello. Ja, normal geht er ran. Na. Ist das peinlich. Hey, gehst du ran? Salam alaikum heißt das. Salam alaikum, mein Bruder. Wie bei ihm gehst du ran? Ich gehe bei allen ran. Also, mein Schatz, erstmal, dass du weißt, worum es geht. Ich hab dich. Es geht darum, wer die berühmteste Person in meinen Kontakten ist. Und dann. Ja, Game of the Year, Fragger. Elden Ring und so, du weißt doch, ganz groß. CEO, Delay Sports. Gut aussehen, hast du vergessen. Na, schwer. Warte mal, guck mal, hier. Hör mir mal zu. Erstmal, du siehst mich. Hör mir mal zu. Denk nicht, wenn du 22 Tore hast, dass du was Besonderes bist, hast du verstanden? Das ist erstmal der erste Punkt. Du wurdest hier gewählt zu der berühmtesten Person. Hör mir mal zu. Ja? Bild jetzt darauf nichts ein, mein Lieber, ja? Ja, Korb, peinlicher Typ. Präsi, wir sehen uns später, ne? Ja, I know. Okay, bis dann. Bis später, Bro. Ciao, ciao. Nächste Frage, hattest du jemals mit Rassismus zu kämpfen? Wenn ja, wo, wie, weshalb? Oft. Also, je nachdem, wie du es interpretierst. Manchmal ist es ein bisschen zu vorherliger Rassismus, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe und sage, hallo, ich habe einen Termin. Mhm. Und sie dann mir auf Englisch antwortet. So im Sommer gibt mir dann einer so eine Nachricht, ob ich zu lange in der Sonne lag. Oder, ja, nee, super, ja, das ist auch nicht. Und es gibt halt dann auch noch den klassischen, wie ich hierher gekommen bin. Mhm. Boah, wie du hierher gekommen bist, ja. Digga. Geschwommen, nee, was willst du antworten? Nee, ich bin mit meinem Boot gekommen. Ja, das erhoffen die sich. Also es ist...
manchmal sehr versteckter Rassismus, manchmal auch sehr direkter Rassismus. Zum Beispiel als kleiner Junge saß ich in der Straßenbahn und ich saß vorne beim Fahrer, diagonal hinten war einer und ich guck um. Und kennst du das, wenn du das Gefühl hast, wenn du dich jetzt umdrehst, schaut ihr euch beide an. Mhm. Wir haben uns beide angeschaut und er hat mir das Hitlerzeichen gezeigt und hat so Kopf abgemacht, ausgestiegen, weggerannt. Krass. Nächste Frage. Was würde der heutige Willi, dem 13-jährigen Willi, auf seinem Werdegang mitgeben? Pass mehr in der Schule auf. Auch wenn es so eine dumme Floske ist, so jeder sagt so, nee, pass mal. Doch, Schule würde ich mitmachen. Ich würde auch meinen Sohn, wenn ich meinen bekomme, reindreschen, dass er in der Schule lernen muss, ob er will oder nicht. Und was ich noch mitgeben würde, ist Geduld. Okay. So, letzte Frage, klassische Frage bei mir. Dein Bodycount, mein Bro? Bisschen mehr als Sydney. Soll das heißen? Ja, jeder weiß ja was. Nicht viel, ein bisschen Sydney macht Konkurrenz, aber ein bisschen. Bisschen mehr. Na gut, Bro, das waren die Fragen. Ich danke dir dafür. Danke dir. Wie immer, lasst gerne Liebe da, Leute. Kommentar, Folli. Like, würde abonnieren. Mich freuen. Ja. Genau, danke, Bro, für alles. Nicht dafür. Habibi. Gerne. Und wir hören uns, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. So, Leute, da wir jetzt zum Ende kommen, wollte ich mich an der Stelle bei Statement The Kitchen bedanken in Berlin. Wir drehen hier ab sofort, wie es möglich ist, unsere Videos. Und abgesehen vom Filmen oder von meinen Videos bin ich auch gerne hier in meiner Freizeit. Esse und trinke hier gerne. Von daher vielen, vielen Dank an die Jungs. Big Shoutout.